Neugier ist eine Grundeigenschaft des Menschen, die ich jedenfalls sehr stark spüre und der ich auch versuche nachzugehen. Ich glaube, ich bin ein neugieriger Mensch. Ich möchte wissen, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Was ist überhaupt um mich herum los? Also Neugier ist was Wichtiges und in meinem Beruf als Journalist, als Wissenschaftsjournalist, kann ich dieser Neigung auch gut nachgehen. Skepsis ist mir deswegen wichtig, weil auf den ersten Blick uns ja vieles dann offensichtlich erscheint. Wir glauben, wir haben verstanden, warum das jetzt so ist. Und auf den zweiten Blick, das lehrt uns die Erfahrung, die persönliche oder auch die Erfahrung in den Gesellschaften und so weiter, da sieht es manchmal ganz anders aus. Erklärungen, die uns zuerst geliefert werden, sind nicht die richtigen Erklärungen, führen in die falsche Richtung. Also eine gesunde Skepsis ist eigentlich immer geboten bei relevanten Dingen jedenfalls. Spannung ist für mich besonders wichtig, auch deshalb, weil damit kann man Themen eigentlich auch gut zu den Leserinnen und Lesern bringen. Auch kompliziertere Themen lassen sich über ein Medium wie ein Roman zum Beispiel, der Spannungselemente enthält, besser rüberbringen. Sodass die Leute dann vielleicht von dem Thema nachher auch so gefesselt sind, was sie vielleicht zuerst gar nicht so erwartet hätten, dass es so fesselnd ist.